分なんだ。うん、ごめんね。今日かこうだね。こうだね。こうだね。ちょっと遠慮するのもやっておそう。私は準備的に少し見ながら食べてるわけでもあるし、パーティーショーパーティーを受けに行くのも。Du hast nicht gehört, kein Emily hat gesagt, dass er, man merke jemanden, ob jemand verdient hat oder nicht, merkt man also nur, ob er Milch trinkt oder nicht. Die Leute, die nur Wasser trinken, die haben keinerlei verdient. Und das ist kein bisschen nicht auch noch ausgegangen, habe ich gesagt, ja. Nirinjana nirantare tanam lane bhajaje.
그리고 다 꽉 가르쳐 오 룰리고 그 다가 참아
Lui, de la fin, ça, quand il travaille, lui, de fouiller les gens de haut. Lui, de se croire le judo, de trihap, voilà. Trité, ça, c'est lui, de l'un, au bord, de l'autre. De, oh, ça, Lu korang lah bawa tu kan, semua tu kan lah bawa ni sendiri kuat dia tak cakap lah. Dia orang apa yang orang tu dia. Und so haben wir also gestern über die Natur des Geistes meditiert. Und wenn wir die Natur des Geistes erkannt haben, wenn wir sie ein wenig erkannt haben, und so sehen wir die Natur des Geistes, und wir erkennen, dass sie leer ist, dass die Natur des Geistes wie der leere Raum ist, und dass in der Natur des Geistes nichts von den fünf Geistesgiften oder von den fünf Verblendungen oder sonst irgendetwas da ist, oder dass die fünf Sinnesobjekte in der Natur des Geistes nicht danach gegriffen wird. So erkennen wir, wenn wir das erkennen, dann sehen wir, dass es ist der Körper, der alle Leiden und alle Freuden erfährt, auf dem alle Schwierigkeiten entstehen, durch den alle Schwierigkeiten entstehen. Der Geist selbst benötigt nichts, der Körper benötigt alles. Der Geist selbst, die Natur des Geistes, ist frei von all dem, von dem Verlangen nach den fünf Sinnesobjekten. Wenn man die Natur des Geistes erkennt, so besteht auch eine Gefahr in dieser Erkenntnis. Zum Beispiel, wenn eine Person, die einen sehr scharfen Geist besitzt, aber wenig Verdienst, keinen Verdienst angesammelt hat, für solche eine Person, wenn sie ständig hört oder ständig erkennt, dass gibt es nicht und jenes gibt es nicht und hier das gibt es nicht, so wie es auch im Herzsutra erklärt wird, und so das in der Natur des Geistes erkennt, dann besteht die Gefahr, dass solch eine Person zu dem Erkenntnis kommt, es gibt auch kein karmisches Prinzip von Ursache und Wirkung. Das heißt, dass negative Handlungen bringen keine Leiden und so weiter. Solch eine Sichtweise wäre vergleichbar mit denen, wie sie in einigen nicht-buddhistischen Schulen propagiert werden. Hier ist es wichtig zu erkennen, dass wenn man die Verblendungen beseitigen kann, das heißt die Ursache von das Karma, die Ursache der allen karmischen Prinzips von Ursache und Wirkung, dass die Verblendungen vollständig beseitigen kann, wenn man diesen Verblendungen nicht nachfolgt und sie dadurch keine Handlungen hervorbringen, dann werden sie auch keine Auswirkungen hervorbringen. So ist also, wenn man die Verblendungen leer erkennt, so sind auch die Auswirkungen davon leer. Solange man aber das nicht kann, solange man die Verblendungen in seinem Geist noch hat, gibt es das karmische Prinzip für einen, das karmische Prinzip von Ursache und Wirkung für einen noch. Es trifft für einen noch zu, das trifft erst nicht mehr zu, wenn man selbst fähig ist, die Ursachen, die karmischen Ursachen, die Verblendungen vollständig aus dem Geist zu beseitigen und vollständig in der Natur des Geistes zu verweilen. Solange man das nicht erlangt, gibt es das karmische Prinzip von Ursache und Wirkung. Das ist also die Gefahr bei der Erkenntnis der Natur des Geistes, dass man sie nicht wirklich versteht, dass man aber denkt, es gibt jetzt kein karmisches Prinzip von Ursache und Wirkung mehr. Number
Tawani, Oh, Das heißt, man muss also falsche Sichtweisen aufgeben. Und im Buddhismus ist es so, dass alles zurückkommt auf die Leerheit. Diese Leerheit muss man als erstes verstehen. Man muss verstehen, was ist die Leerheit. Man muss darüber nachdenken, wie ist es mit der Leerheit. Dann, wenn wir nicht nur gehört haben, dass es Leerheit gibt, und wir sie nicht nur verstehen, was damit gemeint ist, sondern als nächstes müssen wir eine Erfahrung davon machen. Das heißt, dass wir in der Praxis erkennen, die Natur des Geistes erkennen, dass die Verblendungen, die im Geist aufstehen, keine wahrhafte Existenz besitzen und dass sie so sich auflösen. Und wenn wir so weiter praktizieren und so vertraut machen damit, mit der Natur des Geistes, mit der Leerheit in unserem Geist, dann kommen wir zu der Verwirklichung, zur Realisation der Verwirklichung der Natur des Geistes. An diesem Punkt werden wir dann wirklich ungehinderte Aktivitäten ausüben können, so wie Milarepa, der zum Beispiel dann durch Berge gehen konnte, in die Lüfte aufsteigen und fliegen konnte, also nicht durch nichts mehr gehindert wurde, weil er die Leerheit verwirklicht, realisiert hatte. Ab diesem Zeitpunkt ist es dann so, dass es für uns, wenn wir die Verwirklichung der Leerheit haben, kein karmisches Prinzip von Ursache und Wirkung mehr gibt. Das ist aber jetzt nicht so. Jetzt haben wir vielleicht, wenn überhaupt, ein Verständnis von der Leerheit. Ein bisschen Verständnis davon. Jetzt müssen wir noch über sehr viele Leben hinweg uns damit vertraut machen mit dieser Leerheit und sie verwirklichen, bis wir den Zustand von Milarepa erlangen. Wir sollten also verstehen, dass es ist sehr gefährlich, ja, ein wenig Verständnis von Mahamudra und Dzogchen zu haben und dann zu sagen, Karma ist leer, es gibt nicht wirklich Karma, es gibt kein karmisches Prinzip von Ursache und Wirkung. Wenn man so übt, ohne wirklich ein Verständnis, eine Erfahrung und Verwirklichung der Leerheit zu haben, wird man für sehr, sehr lange Zeit in niederen Bereichen wiedergeboren werden, weil man diese nihilistische, falsche Sichtweise erzeugt. Das heißt also, für uns sollten wir ganz klar jetzt feststellen, ganz klar uns merken, dass solange wir nicht ein klares Verständnis, Erfahrung und Verwirklichung der Leerheit haben, gibt es für uns das karmische Prinzip von Ursache und Wirkung. Solange wir die Verblendung nicht in Leerheit vollständig auflösen können, gibt es die Ursachen und damit werden wir auch die Auswirkungen erfahren. So sollten wir also jetzt einfach denken, dass für uns ist das karmische Prinzip von Ursache und Wirkung untrüglich, wie sagt man, nicht trügerisch, also wird mit Sicherheit eintreffen. Oh,
Zuja, Lunar say, who is your teeth? Keep by it. You want to get by it. Now you move on in the pinnacle, some kind of the bed. They are gone by it. Or, so, Luta, now you among you. Don't me, tell mother, but I'll send you it. Tasha, you are your head. Or, so, you put more like the young man, or you want like the young man, who bought like the young man, three tart all of it. They are so dinner, they're pinnacle. 如果一些节目是生，这边写的这个时候，这边写的上网通的，哦，这里马达旁边打包了就通过了，打包东马的就通过了，这里怎样？当然这些，打包的嘛些，嗯，那里就七八的嘛些，嗯，那里就七八的嘛些，所以呢，三毛东的这些康养，就用个马路上去，所以生的就打些打包了。所以啊，这是这是extreme des Nihilismus, des Extrem des Eternalismus. Wäre dann, dass wir die Dinge, die gewöhnlicherweise zusammengesetzt sind, die vergänglich sind, unbeständig sind, sich von Moment zu Moment verändern, dass wir diese Dinge nicht erkennen, dass wir nicht erkennen, dass sie vom Geist geschaffen sind, sondern dass sie, wir denken, sie sind nun aus sich selbst heraus existent. Sie verändern sich nicht, sie sind wahrhaft existent. Dieses Extrem des Eternalismus oder des Ewigkeits, Festhalten an Ewigkeitsexistenz oder an statischer Existenz. Das ist ein weiteres Extrem, das wir aufgeben müssen. Wenn wir kennen es, wenn wir sehen, dass die Dinge doch zusammengesetzt sind. Alle äußeren Phänomene bestehen durch die vier Elemente. Auch unser Körper existiert durch das Zusammenkommen der vier Elemente. Und auch im Geist ist der Geist ein zusammengesetztes Phänomen, der aus vielen Dingen besteht, so entstehen im Geist die Verblendungen. Auch diese besitzen keine letztendliche Wirklichkeit. In ihrer gewöhnlichen Form sind es die Wesen, wenn wir unsere Wahrnehmung reinigen, dann ist es so, dass wir die vier Elemente oder die fünf Elemente in der Form der fünf Weisheits-Dakinis wahrnehmen und die fünf Aggregate aller Wesen von uns selbst als in der Form der fünf Buddha-Familien wahrnehmen. Und zurückkommt das alles auf die Erkenntnis des Gewahrseins, auf das eigene ursprüngliche Gewahrsein. Wenn wir dieses Gewahrsein schulen und so im Geist verweilen, dann wird alles, alle Verblendungen und alle äußeren und inneren Phänomene zur Reinheit gebracht. どれ、準備パシェをしゃぶ、そのロボットで。そうなんです。ダブソーズ、キューパーマショーパンチェ。ダブソーズ、キューパーショーの彼よりで、ナポカンジャーデジタワーっていうのをね、準備で、ナポカンジャーデジタワーっていうのはね、カシーがどこかにいると思うと、準備で、ニューモバランカル、チェキオレ、ニハチボレ、ダブソーズ、キューパーマショーパン。 Und so ist es also, dass man diese beiden Extreme aufgeben muss, das Extrem des Nihilismus und das Extrem des Eternalismus. So sagt auch, heißt es auch in einem Zitat von Guru Rinpoche, dass obwohl die Sichtweise höher ist als der Himmelsraum, ist das Verhalten doch feiner als das Verhalten bezüglich karmischen Prinzip von Ursache und Wirkung feiner als selbst Zampa oder Gerstenmehl. Das heißt also, dass man nicht machen sollte, wie es manche sagen, dass sie die Dzogchen-Sichtweise verwirklicht haben, weil sie ein wenig Verständnis davon haben, die Verblendungen aber genauso in ihrem Geist verweilen und dann sagen, es gibt kein Karma mehr und dann handeln sie nur noch durch die Verblendung. Das ist das Ausbreiten. Die alles durchdringende schwarze dämonische Sichtweise, das hat nichts mit wirklichem Dzogchen oder Mahamudra zu tun. Wir sollten also immer uns
egal wie hoch unsere Sichtweise ist, uns an das karmische Prinzip von Ursache und Wirkung halten und die Sichtweise und das Verhalten nicht miteinander mischen. Ja? Wenn wir in der Sichtweise verweilen, löst sich alles in der Leerheit auf, aber im Verhalten sollten wir uns doch dann wieder an das karmische Prinzip und karmische Prinzip von Ursache und Wirkung halten. Wichtig ist es dann also, so wie vorher, dass wir nicht das Verhalten an die Sichtweise verlieren, aber auch nicht die Sichtweise im Verhalten verlieren. Das heißt, dass wir, wenn wir das Verhalten der Bodhisattvas zum Beispiel praktizieren, dass wir dann nicht festhalten an wahrhafter Existenz, dass wir denken, ah, alle Wesen existieren so, wie wir sie wahrnehmen. Und denn unsere Wahrnehmung ist getäuscht. Wir nehmen die Wesen als wahrhaft existent, als in und aus sich selbst heraus existent war, als etwas Unvergängliches, Beständiges nehmen wir sie wahr. Und auch das ist falsch. Hier sollten wir uns bewusst werden, dass alle Wesen auch sind von ihrer Natur her leer. Es besteht in dem Sinn zwischen uns und den Wesen keinerlei Unterschied zwischen unserer Natur des Geistes, der Natur des Geistes der Wesen und der Natur des Geistes der Buddhas besteht keinerlei Unterschied. Der einzige Unterschied, der vielleicht besteht, ist darin, ob man die Natur des Geistes erkannt hat oder nicht erkannt hat. Wer immer die Natur des Geistes erkennt, ist ein Buddha. Wer immer die Natur des Geistes nicht erkennt, ist ein fühlendes Wesen in Samsara. Das heißt also auch ich, wenn ich die Natur des Geistes nicht erkenne, bin ja ein fühlendes Wesen, so wie alle Wesen in Samsara. Wenn ich aber die Natur des Geistes erkenne, werde ich zum Buddha. Und doch erkenne ich auch, dass mein Geist, meine Natur des Geistes und die Natur des Geistes und die Natur des Geistes der Buddhas eins ist, nämlich sie ist leer. So können wir auch während unserem Verhalten die Sichtweise aufrechterhalten, indem wir uns klar machen, dass alle Wesen, die Natur des Geistes, die Basis des Geistes, der Wesen von mir und dem Buddhas ist nur eins. Es gibt nur eine Natur des Geistes für alle.
So ist es also, dass wir gestern auch meditiert haben und heute auch wieder meditieren müssen, um wirklich auch Festigkeit, Klarheit in der Natur des, bezüglich der, unserer Natur des Geistes zu erlangen. Wenn wir die Natur des Geistes erkannt haben, dann ist es egal, dann können wir die Gottheit, das Gottheiten-Yoga praktizieren, dann können wir Guru-Yoga praktizieren, dann können wir Mantra rezitieren, wir können Gebete sprechen zu dem Buddha. All das wird vollkommen sein, wenn wir die Sichtweise nicht besitzen, das heißt die Natur des Geistes nicht erkannt haben, die Sichtweise also nicht besitzen, dann ist all das, all diese Praktiken sind nicht die wirkliche Praxis. Wenn wir zum Beispiel das, die Praxis, eine Idam-Gottheiten-Praxis ausführen möchten und die Sichtweise nicht erkannt haben, dann denken wir, ah, ich muss heute Chenrezig praktizieren oder nein, ich werde jetzt Tara, weiße Tara praktizieren, ich werde grüne Tara praktizieren. Wie ist denn das mit der Gottheit? Woher kommt denn diese Gottheit eigentlich? Und dann werden wir die Texte lesen. In den Texten steht für jede Gottheit auch eine Geschichte. Wenn wir so praktizieren, dann ist das etwas sehr Kompliziertes. Wenn wir aber die Sichtweise erkannt haben, wenn wir die Natur des Geistes erkannt haben, dann wissen wir, dass die Natur des Geistes, die Basis des Geistes aller Buddhas eins ist, dass es nur eine Lebenskraft der Buddhas gibt, nur die sich in unterschiedlichen Manifestationen hervorbringt. Das ist der einzige Unterschied. Und wir wissen dann sofort, wie wir das praktizieren müssen. Und dann ist es auch so, wenn man die Geschichten liest, ja, die Lehren des Buddhas liest, dann gibt es über jede Gottheit, für die es eine Einwand gibt, gibt es auch eine Geschichte, wo sie verweilt, wie sie aussieht und so weiter. Das ist alles sehr verwirrend. Wenn man die Natur des Geistes erkennt, wird das alles sehr klar, man kann alles auf einmal praktizieren. Also auch solchen Verwirrungen, wie es zum Beispiel heißt, es gibt ein Sprichwort bei den Tibetern, wo es heißt, für einen Vajrakilaya praktizierenden ist Yamantaka Gift. Das ist natürlich nichts, was vom Buddha gesagt wurde. Das ist vollkommener Unsinn. Ja? Das kommt nur daher, dass es früher einmal einen Vajrakilaya praktizierenden gab und einen Yamantaka praktizierenden. Und beide waren sie sehr stolz und haben dann gesagt, lasst uns ausprobieren, wer stärker ist. Und dann hat der eine oder der andere hat verloren. Und dadurch kommt so ein Spruch, aber das kommt ja nicht von den Gottheiten, das kommt ja von den Praktizierenden, wer stärker ist. Ja? Und dadurch kommen dann solche falschen Sichtweisen auf, die Leute an der Nase herumführen und verwirren nur. Sajiga, Java, Tamche, Isilong, the Jig,
Dieses, ja, dass der eine Praktizierende mit seiner Gottheit der andere besiegt, das kommt nur daher, dass aus früheren Leben das Karma angesammelt wurde, dass diese Person dieser anderen Person Schaden zufügen kann, dass sie andere, dass sie mehr deswegen mehr praktiziert. Durch solche karmischen Verbindungen kommt das zustande. Nicht daher, dass eine Gottheit besser ist als die andere. Also dass die Gottheiten, denn alle Gottheiten, wo alle Gottheiten verweilen, also der einzige Ort, wo alle Gottheiten wirklich verweilen, wo sie alle hervorkommen, das ist der Dharmakaya. Und davon gibt es nur einen. So ist es, wenn man zum Beispiel die Milch von 100 Kühen zusammenschüttet und dann schüttelt oder knetet nicht. Was macht man mit der Butter, wenn man Butter macht? Wie macht man damit, wenn man stampft oder so? Ja? Dann kommt ein Stück Butter raus. Danach, ja? So ist es auch, dass durch den Dharmakaya aller Buddhas, der alles durchdringende Dharmakaya, der wieder Raum ist, manifestieren sich die unterschiedlichen Sambhogakaya-Manifestationen durch das große Mitgefühl, die große Liebe der Buddhas. Das ist wie die Wolken, die im Raum, im Himmelsraum verweilen, der Sambhogakaya. Und davon manifestieren sich dann der Regen des Nirmanakayas, die tatsächlich dann zu den Wesen herabkommen und den Wesen so von Nutzen sind. Aber die Essenz ist eins, ist der Dharmakaya. Und das kann man erkennen, wenn man die Natur des Geistes versteht, dann versteht man auch das heute. Oh, den habe ich noch vergessen. Und so sagt man auch, dass der Lama, man sagt immer wieder, ja, der Lama ist die Verkörperung aller Buddhas. Das kommt auch daher, dass die Natur des Geistes des Lamas alle Buddhas in sich enthält. So ist in der Sutra-Tradition ist der Guru die Verkörperung der drei Juwelen, so ist sein Körper die Sangha, seine Rede, das Dharma und sein Geist, der Buddha. In der tantrischen Tradition beinhaltet er, ist er die Verkörperung der drei Wurzeln, so ist sein Körper der Guru, seine Rede ist der Yidam und sein erleuchteter Weisheitsgeist ist die Dakini. Das heißt also, gestern habt ihr die anfängliche Natur des Geistes bekommen. Wenn ihr die Natur des Geistes erkannt habt, dann habt ihr die Essenz, die Lebenskraft aller Buddhas, aller Gottheiten erhalten. Und diese Lebenskraft der Buddhas habt ihr nicht von außen irgendwo erhalten, sondern ihr habt einfach erkannt, dass sie immer schon da ist in eurem Geist, dass die Natur des Geistes, die Essenz, die Lebenskraft aller Buddhas ist. Wenn ihr das erkannt habt, wenn ihr die Natur des Geistes erkannt habt,
dann ist es so, dass wir damit tausende von Gottheiten in einer Natur des Geistes praktizieren könnt. Wenn ihr die Natur des Geistes nicht erkannt habt, dann könnt ihr noch so viel euch visualisieren als Gottheit. Die Form werdet ihr euch zwar schaffen können, aber die Lebenskraft der Buddhas ist dann nicht vorhanden. So ist es also sehr wichtig, die Natur des Geistes zu erkennen, denn dadurch habt ihr die Lebenskraft, die Essenz aller Buddhas, aller Buddha-Formen. Die Natur des Geistes kann man auch nicht erkennen, indem man die Texte studiert, indem man die Schriften der Weisheit zum Beispiel studiert, wo es dann heißt, das gibt es nicht, das gibt es nicht und so weiter. Dadurch kann man zwar ein intellektuelles Verständnis davon erlangen, aber die wirkliche Natur des Geistes, die letztendliche Bedeutung der Natur des Geistes erkennt man dadurch nicht. So ist es in der Kagyu-Tradition, dass man in die Natur des Geistes eingeführt wird von einem Meister. Es ist wichtig, dass man Liebe zu diesem Meister hat und dass dieser Meister qualifiziert ist. So wird die Natur des Geistes von Geist zu Geist übermittelt, eingeführt. Das heißt, nicht durch die Worte, sondern von Geist zu Geist. Das heißt, dass wir durch die Worte wäre, dass man sagt zu uns, du musst nach Lhasa gehen, wenn du nach Lhasa gehst, musst du so und so gehen, dort findest du dann den Tempel, den Jokang, und dort findest du dann die Statue, den Jobo Rinpoche. Das ist, sind die Worte, die uns aber noch nicht wirklich dahin führen. Wirklich dorthin kommen müssen wir, um dorthin zu gehen, müssen wir uns dorthin setzen und den Jobo anschauen. Dann sehen wir ihn erst. So ist es auch, dass wir uns in der Meditation müssen wir die Natur des Geistes erkennen. So ist also die Natur des Geistes oder die Lebenskraft der Buddhas, das ist die Einheit von Leerheit und großem Mitgefühl. Und manche haben das erkannt, manche sagen, ah, ich erkenne das nicht, das muss ja so schwierig sein, die Natur des Geistes zu erkennen. Dieser Geist, der sagt, ich erkenne es nicht, das ist selbst der Geist, in dem wir schauen müssen. Rinpoche sagt, das ist vergleichbar, wie wenn er jetzt da so sitzt und sagt, wo ist denn Gajin Rinpoche, wo ist denn Gajin Rinpoche, ich finde ihn nicht. Und jemand sagt dann, du bist Gajin Rinpoche. Ah, ja, so ist das. Mm-hmm.
So sagen die Dzogchenbas zum Beispiel, es ist, man soll die Kuh nicht irgendwo anders als im eigenen Stall suchen. Ja, das heißt, dass die Kuh ist im Stall, aber wir laufen ständig außen rum und suchen die Kuh. Ja, wir müssen einfach nach Hause gehen und die Kuh im Stall suchen. Dort steht sie nämlich schon die ganze Zeit. Und so ist es also, dass wir die Natur des Geistes, wenn wir in die Natur des Geistes schauen, dann kann es sein, dass wir nichts sehen. Ja, sie erscheint uns und wir denken, was ist das? Und dann sind wir draußen und dann denken wir, was war jetzt das? Das war es ja wohl nicht, ich habe ja gar nichts gesehen. Aber das ist es, ja, wenn wir sagen, dass wir nichts gesehen haben, dann haben wir die Natur des Geistes gesehen. Denn nur die Dummen sagen, die Natur des Geistes ist gelb oder rot oder viereckig oder rund. Wenn man wirklich die Natur des Geistes sieht, dann sieht man, dass man nichts sieht. Das ist die Natur des Geistes. Und so ist es also, wie wenn wir den Raum sehen. Ja, es ist, als würden sich die Wolken für einen kurzen Augenblick öffnen und wir können den Himmel sehen, den unbeschreiblichen Himmelsraum sehen. So ist es auch in unserem Geist, dass es plötzlich erscheint, diese Natur des Geistes, wo wir nichts wahrnehmen können. Und wenn wir dann ganz einfach uns in diese Natur des Geistes hineinentspannen, dann wird der Geist weiter und weiter, so war es auch letztes Mal, als Rinpoche jemanden eingeführt hat in die Natur des Geistes, sagte sie, sie hat das Gefühl, dass ihr Geist sich mehr und mehr ausdehnt. Also das ist die Natur des Geistes. Je mehr wir uns darin hineinentspannen, desto mehr haben wir das Gefühl, dass sie unser Geist ausdehnt und weiter wird. Und dann, so sagt der große Yogi Milarepa, sagte, dass man das Erkennen der bloßen Natur des Geistes ist wie das Erkennen des klaren, von Ausschmückung freien Himmelraumes. Das heißt, dass man in der Natur des Geistes gibt es keine Ausschmückungen, so wie der Himmel einfach leer ist, von irgendetwas angefüllt ist, nichts angefüllt ist, so ist auch der Geist einfach leer, von nichts angefüllt, von nichts ausgeschmückt, von keine Gedanken. Und darin muss man sich hinein entspannen, man muss darin verweilen und versuchen, kontinuierlich darin zu meditieren, darin zu verweilen. Und so ist es dann, dass wir die Natur des Geistes erkennen, so wie wir eine Person kennenlernen. Wenn wir eine Person
kennen, wenn wir diese Person sehen und wir sehen sie dann später wieder, sagen wir, ah, da ist sie. So ist es, dass wir die Natur des Geistes erkennen. Und das ist dann auch das Einführen in den Mutter-Kind-klare Licht. Die Mutter ist das, die Natur des Geistes, die Gedanken sind wie die Kinder. Wenn man so in der Mutter, in der Natur des Geistes verweilt, lösen sich die Kinder einfach in der Mutter auf, sie lösen sich auf, und weil eben keine Gedanken, keine Verblendungen mehr vorhanden sind. Und so sagt der Milarepa also weiter, wenn dann Gedanken aufsteigen in unserem Geist und wir gehen sofort wieder in die Natur des Geistes, dann werden diese Gedanken sofort in die Leerheit selbst aufgelöst. So sagt er also, man soll die Natur des Geistes wie den leeren Raum erkennen, den Raum frei von Ausschmückung erkennen und soll darin fest verweilen. Und so ist es dann, als würde man die Gedanken einfach verwerfen. Also man wirft die Gedanken einfach weg, weil man in der Natur des Geistes verweilt, und so werden die Gedanken, die Verblendungen einfach durchschnitten. Und so, wenn man so also die Gedanken verwirft und durchschneidet, dadurch ist dann auch der Abgrund, der zu den sechs Bereichen in Samsara führt, durchtrennt. Der Weg zum Abgrund, der zu den sechs Bereichen in Samsara führt, durchtrennt. Das heißt, wenn man keine Verblendungen, die sechs Verblendungen im Geist nicht mehr hat, weil man sie einfach verwirft und auflöst im Geist, so wird man auch nicht mehr in Samsara, in den sechs Bereichen wiedergeboren. Und so heißt es dann also, dass man den Buddha in sich erkannt hat, dass man Samsara nicht aufgeben muss und Nirvana deswegen auch nicht erlangen muss. Das heißt, man muss nicht irgendwie Samsara verlassen, denn Samsara sind die Verblendungen, die gibt man auf, wenn man in der Natur des Geistes verweilt. Man muss auch nicht den Buddha von irgendwo anders her erhalten. Man muss also nichts dazu tun, Nirvana zu erlangen, denn Nirvana, der Buddha, ist die Natur des Geistes. Wenn wir die Natur des Geistes nicht erkennen, dann ist unser Geist wie ein verdunkelter Raum, wie wenn es sehr bewölkt ist und sehr dunkel und düster ist in unserem Geist. Und wenn wir die Natur des Geistes klar erkennen, dann ist es wie das Scheinen der Sonne an einem wolkenlosen Himmel, sehr klar und sehr hell alles. Und
Wenn wir also die Natur des Geistes erkannt haben, aber darin nicht verweilen können, nur sehr kurz und dann sofort wieder draußen sind, dann liegt es daran, dass wir keine Liebe und Mitgefühl in unserem Geist haben. Denn die Natur des Geistes muss die Einheit von Leerheit und Liebe und Mitgefühl sein. Das ist wie, wenn wir ein Licht einschalten wollen, dann brauchen wir beide Drähte am Anschluss. Ein Draht allein reicht nicht, wir brauchen zwei Drähte, damit die Verbindung stattfinden kann. So ist es auch in der Natur des Geistes. Um die Natur des Geistes klar zu erkennen, brauchen wir Liebe, den relativen Bodhicitta-Geist von Liebe und Mitgefühl. So sollten wir das auch täglich entwickeln. Wir sollten täglich jede Person, die wir sehen, Liebe und Mitgefühl für sie entwickeln. Für jedes Wesen, jedes Tier, das wir sehen, sollten wir Liebe und Mitgefühl entwickeln und so im relativen Bodhicitta üben. So sagte Chikten Sumgen auch, dass um die Natur des Geistes zu erkennen, die Leerheit des Geistes, die ja immer da ist, zu erkennen, muss man sich im relativen Bodhicitta bemühen. Um also auch die Handlungen zu verwerfen und Verblendungen zu durchschneiden, ist es auch wichtig, so wurde es letztes Mal auch gesagt während der Shamatha-Erklärung, dass wir die Anhaftung an die äußere Welt und an die Wesen darin aufgeben, dass wir diese Anhaftung und auch die Abneigung dagegen aufgeben. Was wir tun müssen, ja, ist, denn wir haben ja ein weltliches Leben, wir haben ein Haus, wir haben eine Familie, was sollen wir dann tun? Wir können sie ja nicht einfach aufgeben. Was wir hier verstehen können, ist, wenn wir zum Beispiel eine Nacht in einem Hotel schlafen, dann bekommen wir auch den Schlüssel zum Hotel und wir dürfen das Zimmer nutzen. Dann müssen wir eine Nacht, müssen wir also aufpassen, dass wir den Schlüssel nicht verlieren, dass niemand in unser Zimmer einbricht und so weiter. Aber es entsteht keine Anhaftung, wir sehen es nicht als unser. Denn es ist das vom Hotel, es ist nur für kurze Zeit. Und so sollten wir auch alles, was wir in diesem Leben haben, was wir tun müssen, wenn wir ein Haus haben, sollten wir nicht daran hängen, sondern erkennen, dass es nur für kurze Zeit sein wird. Denn wir müssen auch wieder gehen, wir müssen auch wieder ausziehen. Wenn wir eine Familie haben, sollten wir auch das erkennen, dass auch diese Familie nur für kurze Zeit bestehen wird. Denn auch das wird wieder ein Ende haben. So können wir also hier auch die Anhaftung an alle unsere samsarischen Handlungen, die wir ausführen müssen, aufgeben. 那啥子中队的了，我们罗人经济这里，咱们部门这个训练，哦，咱这地方的怕的、麻的、硬的、细的，这拉手把他就刚刚要交出去么子，就把什么了的，你不交什么，说这个交出去么子，那么刚刚要吃饭没？工作了怕要挨批打，出去么子，哦，吃要批出去么子，你这哪几三把子，哦，这里是他切的啥子？ Und so sollte man auch denken wie Buddha Shakyamuni, der auch verheiratet war, seine Eltern hatte, seinen Palast hatte und erkannte, dass seine Eltern, seine Frau können ihm nichts helfen, nur die drei Juwelen können ihm wirklich helfen und auch er kann ihnen nicht helfen, solange er nicht die Befreiung erlangt hat. So sollte man das auch betrachten. Natürlich soll man jetzt seinen Partner, seine Frau, seinen Mann Nutzen bringen, so viel man kann, aber ohne Anhaftung. Wenn man dann merkt, jetzt muss man sterben, dann soll man sagen, okay, dann sterbe ich jetzt. Ist schon gut.
Dann machen wir jetzt eine kurze Tee- und Pinkelpause. Mhm. Ja, glaube ich. Du hast gesagt, wenn wir das Mani rezitieren, dann sollten wir uns merken, dass Rinpoche dieses Bild von Shinrezig Tausende von denen schon ausgeteilt hat, Zehntausende von denen schon ausgeteilt hat in der ganzen Welt. Das ist auch für das Zentrum sehr gut, diese zu vervielfältigen und weiter auszuteilen. Und wenn wir dann das Mani rezitieren, dann sollten wir uns denken, dass von all diesen Bildern, von diesen Bildnissen von Shinrezig, geht Licht aus in all die Wesen, die sich um dieses Bild befinden, und alle werden sie zu Shinrezigs transformiert. So sollten wir uns auch denken, dass das Mantra, dass wir den Anstecker, den wir haben, wer immer diese Person, diesen Anstecker sieht, wird sofort zu Shinrezig transformiert.
können wir noch zusammenschauen. Vielleicht tut ihr euch zusammen und. Genau, mit Papier. Dass drei Leute, ein paar Leute zusammenschauen. Lest ja auf Deutsch. Kuwan Gonjo Norbo Rinpoche. Wenn ihr jetzt Fragen habt zu dem, was ihr jetzt in eurem Geist selbst erkannt habt oder nicht erkannt habt oder Fragen dazu, Unklarheiten dazu, dann könnt ihr die jetzt stellen. Ich habe das echt lang getan. Habt ihr euch erschrocken, als Rinpoche das P gemacht hat? Wichtig ist, dass man, wenn man erschreckt, dass man nicht nach außen geht, sondern dass man im Geist bleibt in dem Augenblick. Denn in diesem Augenblick werden alle Gedanken vollkommen zerstreut. Das ist nur der nackte, bloße Geist. Das ist so, wie wenn wir unseren dicken Umhang umlegen und dieser dicke Umhang ist das Festhalten am eigenen Ich, der denke, oh, ich muss jetzt meditieren, ich muss jetzt die Natur des Geistes erkennen, das muss ich jetzt machen, muss mich gut konzentrieren. Und beim Pay ist es so, man schmeißt ihn einfach weg. Und das ist, die Meditation ist da. So. Und dann ist wichtig, dass man drin bleibt. Je mehr Festhalten man am eigenen Ich man hat, desto stärker wird das Erschrecken sein. Wenn man also nicht in der Meditation im Geist verweilt und man das Pay wird geschrien, lösen sich dadurch alle Gedanken auf und man verweilt in der Natur des Geistes. Wenn man sehr erschreckt und nach außen geht, dann kommt es eben daher, dass man sehr an dem Ich hängt und sehr im Geist selbst verdichtet ist, ja, dass der Geist nicht offen und weit ist. Auch die Glocke ist ein für die, also wie das Pay funktioniert, wie das Pay
Und ist, wenn man die Glocke anschlägt, auch dadurch werden die Gedanken vollkommen beseitigt in einem Augenblick. Und das, darin sollte man dann verweilen. Und dieses verstreute Geist, ja, also dieser Geist, wo alles verstreut ist, da müssen wir, selbst in diesen Geist müssen wir hineinschauen. Der ist sehr weit und sehr offen. Jetzt ist der Geist sehr eng und sehr geschlossen. Wenn er so zerstreut ist, dann ist er sehr offen und sehr weit. Und ist, das ist der Geist, den wir nicht benennen können. Vor ihm, der allein zum Wohl der Wesen unablässig arbeitet, obgleich er sieht, dass alle Erscheinungen weder kommen noch gehen besitzen, vor dem unübertrefflichen Lama und Beschützer Chenresig verbeuge ich mich in Hingabe und tiefem Respekt mit Körper, Rede und Geist. Die Quelle allen Wohlergehens und aller Freude, die vollkommenen Buddhas sind hervorgegangen aus der Verwirklichung der edlen Lehre. Und da diese auf Erkenntnis der Übungen in Dharma beruht, will ich die Übungen der Bodhisattvas hier erklären. Nun, da ihr den kostbaren Menschenkörper, das Floß, das so schwer zu finden ist, erlangt habt, um euch selbst und die anderen über den Ozean von Samsara zu setzen, bemüht euch unablässig Tag und Nacht im Hören, Dankdenken und Meditieren. So üben Bodhisattvas sich. Zuneigung und Anhaftung gegenüber Freunden entstehen spontan und ohne Anstrengung, so wie Wasser den Berg hinabfließt. Abneigung und Hass gegenüber Feinden lodern wie Feuer. Von der Finsternis der Unwissenheit umhüllt, vergesst ihr, was anzunehmen und was zu verwerfen ist. Gebt die gewohnte Umgebung auf. So üben Bodhisattvas sich. Gibt man Übles auf, nehmen die störenden Gefühle nach und nach ab. Gänzlich frei von Ablenkung vermehrt sich Heilsames spontan. Durch geistige Klarheit entsteht Vertrauen in den Dharma. Verlasst euch auf Einsamkeit. So üben Bodhisattvas sich. Bedenkt, von geliebten Freunden, mit denen man lange sein Leben teilte, wird man getrennt. Reichtum und Besitztümer unter Mühen erworben werden zurückbleiben. Das Bewusstsein verlässt den Körper, in dem es zu Gast war. Gebt die Interessen dieses Lebens auf. So üben Bodhisattvas sich. Durch schlechte Gesellschaft vermehren sich die drei Gifte und Hören, Nachdenken und Meditation werden verfallen. Liebe und Mitgefühl werden zugrunde gerichtet. Meidet schlechte Gesellschaft. So üben Bodhisattvas sich. Wenn man sich dem spirituellen Freund anvertraut, schwinden die Übel und gute Eigenschaften wachsen wie der zunehmende Mond. Schätzt den wahren spirituellen Freund höher als selbst den eigenen Körper. So üben Bodhisattvas sich. Wie können weltliche Götter, die selbst in den Gefängnismauern von Samsara gebunden sind, uns retten? Begebt euch deshalb in den Schutz der drei Juwelen, die nicht trügen. So üben Bodhisattvas sich. Der Erhabene lehrte, dass die Leid... Daher begeht niemals üble Taten und kostet es das eigene Leben. So üben Bodhisattvas sich. Das Glück der drei Welten gleicht dem Tautropfen auf der Spitze eines Grashalms. Ein flüchtiger Augenblick nur und es ist vergangen. Strebt nach der höchsten Stufe der Befreiung, die unvergänglich ist. So üben Bodhisattvas sich. Da unsere Mütter leiden, die seit anfangloser Zeit so gütig zu uns waren,
Was ist dann mit dem eigenen Glück erreicht? Deshalb, um all die unzähligen Lebewesen zu befreien, erzeugt den Bodhicitta-Geist. So üben Bodhisattvas sich. Alles Leid ohne Ausnahme entspringt dem Wunsch nach eigenem Glück. Was der Geisteshaltung, die auf das Wohl der anderen ausgerichtet ist, entsteht vollkommene Buddhaschaft. Daher tauscht euer eigenes Glück restlos gegen das Leid der anderen. So üben Bodhisattvas sich. Jenen, die aus großer Gier euch aller Habe berauben oder andere zum Stehlen veranlassen, schenkt euren Körper, Besitz und die Tugenden der drei Zeiten. So üben Bodhisattvas sich. Auch wenn man euch den Kopf abschlägt, obwohl ihr schuldlos seid, nehmt durch die Macht des Mitgefühls alle Sünden auf euch. So üben Bodhisattvas sich. Und wenn euch einer auf alle Arten herabsetzt und verleumdet, dass es durch 3000 Welten schallt, antwortet hierauf liebevoll mit dem Lob seiner guten Eigenschaften. So üben Bodhisattvas sich. Sollte euch jemand vor allen Leuten bloßstellen, eure Fehler breittreten und schlecht über euch reden, betrachtet ihn als euren geistigen Lehrer und verneigt euch respektvoll vor ihm. So üben Bodhisattvas sich. Wenn jemand, den ihr wie das eigene Kind umsorgt und behütet habt, euch dennoch wie einen Feind behandelt, so schenkt ihm besondere Zuwendung wie eine Mutter ihrem erkrankten Kind. So üben Bodhisattvas sich. Wenn jemand von gleichem oder niedrigerem Stand, von Stolz getrieben, euch herabsetzen will, erweist ihm Respekt wie dem Lama und stellt ihn über euch. So üben Bodhisattvas sich. Und wenn ihr noch so arm, von Menschen stets verachtet seid, von schwerer Krankheit befallen, nehmt unverzagt die Sünden von Leiden aller Wesen auf euch. So üben Bodhisattvas sich. Auch wenn ihr sehr berühmt seid, viele euch verehren und ihr so viele Schätze erworben habt, wie der Gott des Reichtums. Bedenkt, dass die Reichtümer dieser Welt keinen Bestand haben. Seid nicht arrogant und aufgeblasen. So üben Bodhisattvas sich. Solange ihr euren inneren Feind, den Hass, nicht überwunden habt, werden sich eure äußeren Feinde, auch wenn ihr sie besiegt, immer wieder erheben. Zähmt daher euren Charakter mit der ganzen Macht von Liebe und Mitgefühl. So üben Bodhisattvas sich. Gleich in salzigem Wasser. Je mehr ihr davon trinkt, umso stärker wird der Durst. Was auch immer Bindung erzeugt, gebt es augenblicklich auf. So üben Bodhisattvas sich. Was immer uns erscheint, ist unser eigener Geist. Der Geist selbst ist jener, frei von begrifflichen Abgrenzungen. Erkennt dies und bewahrt euren Geist vor Etikettierungen wie andere uns selbst. So üben Bodhisattvas sich. Wenn euch etwas gefällt, betrachtet es wie den Regenbogen zur Sommerzeit. Schön und dennoch unwirklich. Gebt Anhaftung und Verlangen auf. So üben Bodhisattvas sich. Die verschiedenen Leiden gleichen dem Sterben eines Sohnes im Traum. Wir haben uns durch Verstrickung in die täuschenden Erscheinungen, die wir für Wirklichkeit hielten, erschöpft. Wenn ihr die widrigen Umstände begegnet, betrachtet sie deshalb als illusionär. So üben Bodhisattvas sich. Wenn einer, der Erleuchtung wünscht, sogar den eigenen Körper aufgeben muss, von anderen Dingen ganz zu schweigen, seid freigebig, ohne Hoffnung auf Lohn oder karmische Frucht. So üben Bodhisattvas sich. Wenn man ohne rechtes Verhalten nicht einmal das eigene Wohl bewirken kann, ist der Wunsch, das Wohl anderer zu erwirken, zum Lachen. Bewahrt deshalb reines Verhalten, das frei von weltlichem Streben ist. So üben Bodhisattvas sich. Für einen Bodhisattva, der den Reichtum guter Handlungen anzusammeln wünscht, gleichen alle, die ihm schaden, einem kostbaren Schatz. Daher übt Geduld, lasst ab von Abneigung und Hass. So üben Bodhisattvas sich. Wenn ihr seht, dass selbst die Shravakas und Pratekya-Buddhas, die nur ihr eigenes Wohl im Auge haben, sich anstrengen, als gelte es, ein Feuer auf ihrem Haupt zu löschen, dann werdet ihr die Anstrengung zum Wohle der anderen, die Quelle aller guten Eigenschaften, hervorbringen. So üben Bodhisattvas sich. Wenn ihr gelernt habt, durch tiefere Einsichten, fest gegründet auf friedlichem Ruhen, die Geistesgifte zu bezwingen, übt euch in meditativer Sammlung, die endgültig jenseits der vier formlosen Zustände ist. So üben Bodhisattvas sich. Da ohne unterscheidende Weisheit durch die 5 Parameters allein vollkommene Erleuchtung nicht erlangt werden kann, meditiert über jene Weisheit, die wirksame Methoden beinhaltet und die 3 Aspekte nicht erdenkt.
so im Bodhisattva sind, Verwirrung vor Augen führt, läuft dir Gefahr, den Namen nur so sind. Beleuchtet deshalb ständig die eigenen Fehler und gebt sie auf. So üben Bodhisattvas sich. Die Übel über einen, der in Mahayana eingetreten ist. So üben Bodhisattvas sich. Um des Gewinns und der Achtung willen werdet ihr euch untereinander streiten und eure Übung von Hören, Nachdenken und Meditieren vernachlässigt. Geht eure Bindung an Haus, Wohltäter, Freunde und Verwandte auf. So üben Bodhisattvas sich. Durch harte Worte verletzt ihr die Gefühle anderer und das Bodhisattva-Verhalten verfällt. Gebt daher hässliche Worte, die andere verletzen, auf. So üben Bodhisattvas sich. Wenn ihr euch an den Geistesgifte gewöhnt habt, fällt es schwer, sie durch Gegenmittel zu bezwingen. Jemand, der achtsam und bewusst ist, wird deshalb, nachdem er das Schwert der Gegenmittel ergriffen hat, Anhaftung und die anderen Geistesgifte, sobald sie ihr Haupt erheben, abschlagen. So üben Bodhisattvas sich. Kurzum, wo immer ihr auch seid, was immer ihr tut, fragt euch, wie ist der Zustand meines Geistes? Seid ständig achtsam und bewusst und arbeitet zum Wohl der anderen. So üben Bodhisattvas sich. Widmet die Tugenden, die ihr auf solche Weise durch euer Streben erworben habt, mit jener Weisheit, die in makelloser Weise die drei Aspekte begreift, der Erleuchtung, um die Leiden der zahllosen Wesen zu beseitigen. So üben Bodhisattvas sich. Gestützt auf die Lehren von Sutra, Tantra und deren Kommentare und den Unterweisungen der heiligen Folgen, habe ich die 37 Übungen der Bodhisattvas zum Nutzen jener niedergeschrieben, die den Bodhisattva-Weg beschreiten möchten. Da mein Verstand gering ist und ich wenig geübt bin, gibt es hier keine Verse, die Gelehrte erfreuen. Doch da sie sich auf die Sutras und die Heilung der Heiligen stützen, halte ich diese Übungen der Bodhisattvas für fehlerlos. Aber da es mit meinem geringen Verstand schwierig ist, die Treffen der kraftvollen Bodhisattva-Taten zu ermessen, bitte ich die Heiligen um Nachsicht für Widersprüche, Ungereimheiten und andere Fehler. Mögen alle Wesen durch die Tugend, die hieraus erwächst, den Beschützer...他先给我的，从那先给我的，真的。
ただ、トンガブリンのトンはでね、ただ、トンはで、カレーのトンゴムのね、ラディンのトンゴよ、マレー。で、ラディンのトンゴはで、ダーティーシュカトンのね、ジー、パランシェバーラディン、で、クゾゴサチョウセンのボチェ、サチョウセン、ナバニーのクゾゴサチョウセン、パティングゴードのね、ダーティーシュカトンのね、ダーティーゴード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 の
시체니 근데 티드니 곰 야 곰 곰 토리 따와 쳐 곰 야르 따와 아니 따와 여기 이때 서서 강 네베리 때나 저기 좀 내는나 가시 속은 니 데리고 가시 많이 되요 니나 양 나디지 저거 그래 오래 나디지 양 더 같이 투비 엄마를 데리고 산지 사람 맞아 봤더니 근데 쉽지도 봐 이제 我查的吧，就是忙不起来的。从这嘛看得出来，哪个？从这嘛看得出来，哪个的？从这边啦，从大漠的，从大漠的啦。那上头是巴东，哦，去什么地？去什么地？去巴东，往这走。他第一个，第一个，你没摸到的巴东，你记住了。嗯哼。他头一个巴东。那你从这嘛，你现在都工作上就是工作嘛的呗？哦，对，他挺忙的。 Und so ist es also, wenn man die Natur des Geistes erkannt hat, dann ist es so, dass wir sie teilweise, manchmal können wir darin verweilen, manchmal können wir nicht darin verweilen. Der Grund, warum wir nicht verweilen können darin, wenn das eben der Fall ist, ist wegen dem Festhalten am eigenen Ich, das kommt vom Anhaften an einem Ich. Und deswegen ist es hier sehr wichtig, dass wir das relative Bodhicitta entwickeln, dass wir Liebe und Mitgefühl entwickeln, dass wir das erzeugen, die sechs Vollkommenheiten praktizieren. Im Dzogchen-System ist es so, dass man zuerst in die Sichtweise eingeführt wird, zuerst das Rigpa, das eigene Rigpa, das eigene ursprüngliche Wahrsein erkennt und dann darin Festigkeit erlangt und dann Liebe und Mitgefühl praktiziert und die sechs Vollkommenheiten ausübt. Im Mahamudra-System ist es so, dass man zuerst anfängt mit dem relativen Bodhicitta, dass man zuerst über das karmische Prinzip von Ursache und Wirkung nachdenkt und dann Liebe und Mitgefühl Bodhicitta für alle Wesen entwickelt und dann in seiner Meditation so Fortschritte machen wird über Mahamudra. Welches System uns jetzt am meisten liegt, das können wir selbst für uns auch rausfinden. Wichtig ist auf jeden Fall, Liebe und Mitgefühl zu entwickeln. 对了，咱们那边呢，说起生病，我从那边的工呢，三级生病的话，生级的，就那些费用了，生级的些费用了，对了。农保局部那些的，农保局部的，大妈少了少了，这生病他就给我找不拉走吧。这么严重，这么那个的，人家说嘛，那个忙不过来，对了，如果生病，他们三级生病的话，生病的这几百里，咱们得听他管的，说说话，好过了。 Es ist sehr wichtig zu erkennen, wirklich aus der Tiefe seines Herzens zu erkennen, dass die Basis der Natur des Geistes, der Wesen und die Natur des Geistes der Buddhas ein und dasselbe sind. Das ist wie ein Baum, der den gleichen Stamm hat. Wurzeln und Äste und Blätter und Blüten sind durch einen Stamm verbunden. Dieser Stamm ist vergleichbar mit der Natur des Geistes. Wenn wir nach unten gehen, zu den Wurzeln schauen, so sind es die Verzweigungen, die sechs Wesen symbolisieren in den Bereichen von Samsara. Nach oben hin, was vom Stamm ausgeht, die Verzweigungen, Blüten und so weiter, das sind die Bodhisattvas und die Buddhas. Die Basis aber, der Stamm, was die verbindet, was ihnen gleich ist, ist der Stamm. Also so ist es auch bei den Wesen. Was ihnen gleich ist, ist die Natur des Geistes. So gibt es keinen Unterschied zwischen der Natur des Geistes der Buddhas und der Natur des Geistes der Wesen. Das muss man von der Tiefe seines Herzens erkennen. Wenn ihr das nicht erkannt habt, dann müsst ihr Fragen stellen, ja, was ihr nicht verstanden habt. Ihr könnt ruhig Fragen stellen, was ihr nicht verstanden habt oder so.
Wenn man das erkennt, von der Tiefe seines Herzens erkennt, dass die Basis, die Natur des Geistes, der Wesen und der Buddha eins ist, nicht verschieden voneinander ist, dann hat man die Sichtweise gut erkannt. Solange man das nicht wirklich erkennt, muss man eben auch Fragen stellen, was man nicht erkannt hat, um das zu klären. Wenn wir das erkannt haben, dass die Basis nur eins ist, nicht verschieden voneinander ist, dann können wir damit was anfangen. Dann können wir erkennen, die Buddhas und die Wesen sind nicht verschieden voneinander. Was die Wesen von den Buddhas unterscheidet, das ist, dass die Wesen das Festhalten an einem Ich haben. So wird der Geist der Wesen wie zu einem Eisblock im Ozean. Das heißt, die Essenz oder das Material ist das gleiche. Beides ist Wasser, nur das eine ist eben getrennt, empfindet eine Trennung von dem anderen Wasser. Und diese Trennung wird empfunden durch das Festhalten am eigenen Ich. Und so ist es also, der Buddha ist frei von diesen Begrenzungen, von diesen Trennungen, und so ist er wieder alles durchdringende Raum, ohne Begrenzungen. Alles, was immer er sieht an Verblendungen, sieht er wie ein Traum. Alles, was erscheint, ist wie ein Traum. So heißt es im Samantabhadra-Gebet auch. Selbst wenn die drei Bereiche beben würden, gäbe es keine Angst. Es gibt keine Anhaftung an die fünf Sinnesobjekte, begehrenswerten Sinnesobjekte. All das kommt daher, dass der Buddha frei ist von diesen Begrenzungen. Wir haben aber diese Begrenzungen, indem wir an ein Ich festhalten und dadurch sehr viele Verblendungen erzeugen, wie Anhaftung, Abneigung und so weiter. All das ist wie das Werden, dieses Ich-Festhalten ist wie das Werden eines Eisblocks. Dieses Festhalten am eigenen Ich vermehrt sich auch wieder, speziell auch hier zum Beispiel im Westen, wo wir wirklich alles haben. Wir haben Haus, wir haben alles, was im Haus benötigt wird. Wir haben gutes Essen, wir haben also Glück für unseren Körper. Und wenn wir Glück für unseren Körper haben, dann entsteht auch das Festhalten an diesem Körper als Ich, wird dadurch stärker und vermehrt sich dadurch. Rinpoche sagt, er selbst erkennt es an sich auch. Als er noch im Gefängnis war, musste er alle möglichen Arbeiten ausführen. Er hatte zerfetzte, zerschlissene Kleidung, bekam jeden Tag irgendetwas zu essen.
ihm war auch egal, was es war. So hatte er sehr viele Leiden auf der Basis des Körpers und dadurch hatte er auch nicht sehr viel Anhaftung an diesem Körper. So war er auch eigentlich sehr zufrieden damit, weil er weil das Ich-Anhaften nicht so stark war. Wenn aber das Glück zu stark wird, wird auch das Anhaften an dem Körper, an dieses Glück auch zu stärker und damit auch das Festhalten an einem wahrhaft existenten Ich. So sagt Rumi auch, hier im Westen habt ihr wirklich alles. Selbst die Schweine hier im Westen leben besser als wie die Tibeter in ihren Häusern. Oder die Hunde und Katzen, wenn man sie betrachtet, haben mehr Glück als viele Leute zum Beispiel in Afrika. Und natürlich ist das eine Auswirkung von gutem Karma, aber durch diesen Wohlstand, durch diesen Reichtum entsteht eben die Anhaftung an den Körper, Anhaftung an das Glück, das man erfährt und dadurch wird nur wieder das Ich-Anhaften gefestigt auch. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir alles, was wir besitzen, aufgeben müssen, damit wir das Festhalten am Ich beseitigen können. Was wir brauchen, ist Achtsamkeit, Gewahrsein, Bewusstheit. Wir müssen erkennen, dass der Körper und der Geist etwas Getrenntes sind, dass sie nicht eins sind. Das heißt, dass alles Glück, das wir erfahren, alles äußere Glück, das wir erfahren, erfahren wir auf der Basis des Körpers. Der Körper braucht das. Wenn wir zum Beispiel nur mal den Geschmackssinn nehmen, es gibt so viele Geschmäcker, die wir einkaufen, alleine die verschiedenen Käsesorten, sagt Rinpoche, die wir täglich auf dem Tisch haben. Und wir nehmen die auf unsere Zunge und es schmeckt sehr gut, aber sobald es hier unten angekommen ist, haben wir keinen Geschmack mehr. Ab da ist jeglicher Geschmack vollkommen gleich. Egal was wir essen, schmeckt nur auf der Zunge. Was hinter der Zunge ist, hat keinen Geschmack mehr. Und so ist es also eine vollkommene Täuschung, dem wir unterliegen. Das heißt auch nicht, dass wir es aufgeben müssen. Wir sollten nur erkennen, es hat keinerlei Sinn, Anhaftung daran zu entwickeln, dass wir denken, ich brauche das unbedingt. Sondern wenn wir es haben, dann sollten wir es auch benutzen. Das heißt, auch unseren Wohlstand, unseren Besitz, was immer wir haben, das sollten wir auch nutzen, wir sollten es auch genießen und uns eben auch zur Verfügung stellen. Denn wir haben dieses Karma, dass wir diese Dinge besitzen jetzt, so sollten wir sie auch nutzen. Wichtig ist, dass wir durch Gewahrsein frei sind von Anhaftung. Dass wir dann zum Beispiel, wenn wir essen, dass wir uns vorstellen, dass in unserem Körper die Gottheiten sich befinden in den Chakren und dass wir diesen Gottheiten Nahrungsmittel darbringen, dass wir ihnen Opfergaben darbringen. Und so, denn wenn wir
Anhaftung an dem Besitz haben und sterben, dann werden wir sehr große Schwierigkeiten auch wieder haben. Je mehr Anhaftung wir in unserem Geist ansammeln, das wird dann auch wieder heranreifen im zukünftigen Leben. Und so ist es wichtig, was immer wir haben, keine Anhaftung zu haben. So sollten wir also auch ständig die, um das Ich anhaften zu durchtrennen, sollten wir Opfergaben darbringen. So bringen wir also alle äußeren Dinge da, das äußere Mandala, indem wir uns vorstellen, dass wir alle möglichen Blumen, alle wünschenswerten Objekte, alle fünf begehrenswerten Sinnesobjekte darbringen. Und dann bringen wir auch den inneren Opfergaben da, indem wir zum Beispiel den, die Ansammlung, die Gusali-Zok-Ansammlung machen, das, was generell als Chöt bekannt ist. Und das ist eine Visualisation, eine Meditation, die sehr gut ist, immer zu machen. Auch, dass wir unseren Körper einfach weggeben und darbringen. Dadurch sammeln wir sehr viel Verdienst an und dadurch wird die Anhaftung an diesen Körper weniger. Und wenn wir dann sterben, dann können wir, haben wir weniger Angst vor dem Sterben, weil wir weniger Anhaftung an diesen Körper haben. So stellen wir uns also vor, wenn wir das Chöt machen, wir müssen nicht unbedingt mit Glocke oder Damaro oder mit Oberschenkel, Trompete oder so bewaffnet sein. Es reicht auch zum Beispiel eine Klangschale zu haben, mit der zu klingen oder nur mit einer Glocke zu praktizieren. Auch das reicht vollkommen aus. Wichtig ist die Visualisation. Es ist so, als würden wir unser Haus verkaufen und würden dafür sehr viel Geld bekommen. Zum einen wird also dadurch die Anhaftung an den Körper weniger und wir sammeln sehr viel Verdienste an. Das heißt, wir verkaufen unseren Körper und das Geld, das wir bekommen, das ist das Bodhicitta, das wir dann mitnehmen können, auch von diesen zu unseren nächsten Leben. So ist es, wenn man reich ist oder wenn man viel besitzt, dann hat man auch ein sehr starkes Anhaften. So wenn wir zum Beispiel manche Händler oder Geschäftsleute betrachten, dann haben sie, je mehr Geld sie haben, desto mehr Festhalten an einem Ich haben. Jeden Tag, so ungefähr zählen sie, schauen sie in ihre Zeitung, schauen, ob ihre Aktien höher steigen oder ob sie abfallen oder ob sie wieder herunterfallen. Und das heißt also, das ist so ein starkes Ich-Anhaften, dass man
jeden Tag, ah, das ist mein, das gehört mir und das, ah, was habe ich jetzt und was habe ich jetzt. Dadurch sammeln wir immer wieder neue Eindrücke vom Ich-Anhaften an. Das Ich-Anhaften ist so groß, dass es nicht mit 100 Bomben zerstört werden könnte. So bringt man also der Sinn und Zweck jetzt hier der Mandala-Opferung ist, dass man die Verdienste ansammelt, und zwar die Ansammlung des Verdienstes, die Ansammlung der Weisheit anhäuft. Und die Ansammlung des Verdienstes und der Weisheit dienen dazu, dass man einen freigebigen Geist besitzt, dass man frei vom Geiz ist. Wenn man also Besitz hat oder was immer man besitzt, so bringt man das äußere Mandala da, indem man sich vorstellt, dass bewusst macht, dass auch alle anderen Wesen dieses Festhalten am Ich in dieser gleichen Weise haben. Keines dieser Wesen war nicht schon mal meine Mutter. Oder also war jedes dieser Wesen war schon mal meine Mutter. Und diese Wesen halten auch an ihrem Ich fest. Deswegen stelle ich mir fest vor, dass alles, was es gibt, das ganze Universum, bringe ich also ein Mandala da. In gleicher Weise das innere Mandala bringe ich alles, was ich selbst besitze. Meine Familie, meinen Besitz, mein Körper, meine Aggregate, all das bringe ich auch als Opfergabe da. Durch diese Art von Darbringen, wenn ich das 100.000 Mal mache, wie zum Beispiel in den vorbereitenden Übungen, in den Mantras, dadurch wird jedes Mal das Anhaften am Ich durchschnitten, durchtrennt. Da lange da die mir gerade gesehen hat. Da ich klar sah, klar sah, die doch wenn ich auch so gut die Tür hatte ich nicht. Na, hat die nicht gemein. Da muss ich mal die nicht gemein. Bitte mal die nicht. Sag ich nicht, dann die dann die war der Gomsen. Du loben die nicht die nicht die nicht die nicht die nicht die nicht die 哦，原来嘞，就是现在多年的，家里高油的，今年的五月份，应该高油了。现在他们这个计划的，他就多买点的出来，现在这个不得了。现在的应该有的多年应该送就，算了，少不过的特别好的。这些个人假如啥天来压了要的，每天呢都把要么的在那，今年这个多看要么弄，今年这个五十来。他俺那个都不要看嘞，啥五十一把了，现在他们拼的老的要高了。 你把这种说了，他嘞，曾经平生我老的，我操，我当然今年的过五十嘞，你啷个让你去接？哦，感觉呢，嗯，你看了，看也是那说你白了嘛，他们都用了，他才弄出来，真实的嘛，不要玩的，我嘞，真实的打算把你白了，我嘞，嗯，但是呢，别呢，你呢就，看了就不能，哦，你什么通知的给别人啥他急，通知去通知的，嗯，哈，咋通知就把嘞？ 这个真实的呢，今年是，咱先不能动，动就麻烦了。今年是，今年是挺痛的，今年这个痛多了，大年是今年是过了要吃的嘛。那你今年是要不吃的，要买的，等于过了，全部等于大街上，这里热，就全部等于，全部我同他过的，出去，哦，等于过这里热的，全部我嘛同，这家里老多的，啥子啊，这里还来费。 Und so ist es auch mit allem, was wir haben. Ob wir etwas essen, ob wir Tee trinken, sollten wir zuvor, bevor wir es zu uns nehmen, sollten wir es den drei Juwelen darbringen. Oder wir sollten, wenn wir das äußere Mandala darbringen, sollten wir uns vorstellen, dass wir es zusammen mit allen Wesen, mit und für alle Wesen, die unsere Eltern waren, dieses Mandala darbringen. Und uns selbst dann, wenn wir, für uns selbst, wir müssen etwas essen, wir müssen etwas trinken, unser Körper benötigt das. Aber in unserem Geist sollten wir meditieren, so können sich zum Beispiel alle Frauen als Tara manifestieren, alle Männer als Chenresik oder als welche Meditationsgottheit, welcher Idam, auch immer. So ist es wichtig, dass man sich so vorstellt und dann dieser Meditationsgottheit, dem Idam, zum Beispiel Chenresik, die Opfergabe darbringt. Wenn wir uns dann fragen, ja, bin ich denn wirklich Chenresik, sagt Rinpoche, wahrscheinlich. Denn zum einen haben wir die Natur des Geistes, die leere Natur des Geistes, die Buddha-Natur, die besitzen wir. Was wir jetzt noch brauchen, um wirklich Chenresik zu werden, ist Liebe und Mitgefühl. Denn was Chenresik wirklich ist, ist die Einheit von Leerheit und Liebe und Mitgefühl. Und wenn wir also jetzt noch Liebe und Mitgefühl entwickeln, dann werden wir tatsächlich
zu Chenrezig, dann ist es auch berechtigt, uns als Chenrezig zu visualisieren, hervorzubringen. Wenn wir das erkennen, so können wir auch Vertrauen darin haben, dass wir uns selbst als Gottheit hervorbringen. Wenn wir dann etwas zu uns nehmen, Tee trinken oder etwas essen, dann ist es Chenrezig, der isst, dann ist es Chenrezig, der trinkt. Ansonsten, wenn wir sagen, ah, das schmeckt mir, das möchte ich essen, ah, das ist ja bestimmt köstlich, und wir vergessen alles über die Gottheit und die Visualisation, dann ist man selbst der, der isst. Ja? Also dann bist du es, der isst. Und dann ist es eben wieder ein Festhalten am eigenen Ich. Was wir also tun sollten, wenn wir den Tee trinken und wir denken, das ist ein köstlicher Tee, und dann sollten wir uns überlegen, ah, dieser Tee, den bringe ich Chenrezig da, ich bin Chenrezig. Und so bringen wir unser Ich anhaften Chenrezig da, dann verlieren wir das Ich anhaften an Chenrezig. だ、じゃ、つらい、じゃ、そうてがそれよれ。だ。本人にまた、じゃ、どこまでできんのこれは。だ、そうだわ。金かんごよりだ。だ、そうちょっとかなとは、もう差し申しごろ。お、金ねでね、実にロマの、ばめの、かれの申しごろ。申しねだ、この時にそうちょっとかで、びっぱちゃ、かれんじょごろでね。はたんこうね、単価やぼ、やぼてね、でな。でな、かたばで、いじみじてね、あまたで、かれ。 で、片方で、いじみじてね、あまたで、かれで。次、ぼうれ。かでのまほん。で、おばあみで、じきのもこって、に、むかってね、いいとおろ、いいよ。いいとおろ、せんぐめと、かせ、かせ、てに、てに、せん、ちゃくよ。あまちゃくわるわ。ちゃくわるのに、せんぐ、じゃでじきのも、せんぐめろんがおれ。じいがなさ、かせ、てぱたぱのゆでに、せんぐかのしゃべるわ。あ、てやぼのせんぐしゃ、てに、しゃべ、じきのもしゃべ。 だ、ピンテで、でがことっておれ。さくや、どくやんかでらごかじってね、さわのてんべだ、さとん、たにまれ。どかでやんせめしゃんがべーてね、いどまんが、いどまんがむそたんで、ちゃ、たよな。なに、なんかいどまんがね、て、なわちえんわ。なに、にばろれ、さくちょばちね、にばろれ、でてがるわ。なに、でさくやわ、ばあそたんじっぺね、にみせんじたんじゃらて、ピン、しんぼさんじむちゃばよれ、おれ。さくやがてねえな。 Und so ist es abhängig, also auch von Ursachen und Umständen, dass wir uns als Gottheit hervorbringen können. Die Ursachen, die haben wir in unserem Geist. Das ist die pure Natur, die wir wir müssen nur noch in unserem Geist Liebe und Mitgefühl entwickeln. Die Umstände, die uns helfen, uns als Gottheit hervorzubringen, das sind die Nirmanakaya-Manifestationen, die sich als Tanka-Bildnisse, als Fotos und so weiter, Bildnisse, Statuen der Buddhas manifestieren. So ist es sehr wichtig, dass ein Bild, ein Tanka-Bildnis sehr schön ist. So hat Rinpoche das Bild von Liane verteilt, das zum Beispiel von Buddha Amitabha und Tara, weil das ein sehr, sehr schönes Bild ist. Rinpoche sagt, er hat in ganz Tibet kein so schönes Bild gesehen. Was macht dieses Bild, wenn wir es uns anschauen? Wenn wir es uns anschauen, dann ist es einfach atemberaubend. Ja? Das tibetische Wort für wunderschön ist geiststehlend. So, unser Geist wird einfach da an das Objekt, vom Objekt weggestohlen. Ja? Wir verlieren sozusagen, also im Westen würde man sagen, atemberaubend bei uns. Ja? Das heißt, du stehst da und denkst, ah, oh, und in dem Augenblick, wo du dir denkst, ah, oh, wie schön, öffnet sich dein Geist und es ist wie eine Kopie von diesem Bild kommt in deinem Geist. Das wird dadurch möglich. Deswegen ist es so wichtig, dass man schöne Bilder hat, dass man schöne Bilder malt. Denn weil dadurch, dass wir noch nicht frei sind von Anhaftung und Abneigung, und wir sehen, wenn wir dann einen nicht schön gemalten Tanker sehen, dann entsteht Abneigung, entsteht eine Abneigung, wir sehen es als etwas Schmutziges. Wenn wir natürlich reine Sichtweise hätten, würden wir es auch nur als rein sehen. Aber weil wir das nicht haben, ist es so wichtig, dass die Gottheiten gut gemalt werden, dass sie wirklich vollkommen und schön gemalt werden, sodass alle, die das sehen, nur noch begeistert sind und sich ihr Geist öffnet und diese Art Kopie in den Geist kommen kann. So ist es mit allen Bildern von Tara, von Buddha Amitabha und von Chenrezig, was immer man an guten Bildern hat, soll man auch weitergeben. Kann man auch vervielfältigen. Das ist selbst für einen von sehr großem Nutzen. Mm.
다시 대화진 좀 설레고 뒤 세대 대비 최고 오라고 남성 대화진 랩차려. 이미 랩은 더 해. 너도 최종 앞쪽 봤다. 어디서 초반자 좀 초반자. 너는 뭐지? Sagt der Sinn ist eben, dass dadurch ist es möglich, ja, aufgrund dieser Ursachen, die wir in unserem Geist haben, dieser Umstände, dass wir diese schönen Bilder ansehen können, ist es so, dass wir auch in Zukunft tatsächlich im Buddha Amitabhas reinen Land dann wiedergeboren werden können. So ist es, wenn wir zum Beispiel ein Bild von dem Jovo im Chokang, der Statue im Haupttempel in Lhasa, anschauen, das ist ein wunderschönes Bild. Wenn wir das Bild sehen, dann sagen wir, wie schön. Wenn wir dann sterben und haben dieses Bild in unserem Geist, dann werden wir in einem reinen Land wiedergeboren werden. So ist es also möglich, wenn wir diese Bilder anschauen, dass dieses Bild auch in unseren Geist kommt. Sagt zum Beispiel, ist es so oder ist es nicht so? Wenn ihr was zum Sagen habt, dann sagt es. Wenn ihr streiten wollt, dann los. Wenn wir also die Natur des Geistes nicht klar erkennen, können wir auch das Gottheiten-Yoga nicht klar ausführen. Wir können auch Bodhicitta, Liebe, Mitgefühl nicht klar entwickeln. In der Natur des Geistes, die Natur des Geistes ist Buddha. Von den Texten her, von vielen Schriften her, sagen viele, dass es das Potenzial ist, die Buddhaschaft zu erlangen, aber noch nicht Buddha ist. Aber die Kagyupas und Nyingmas sagen, dass in dieser Natur des Geistes, die Natur des Geistes an sich ist Buddha, denn wenn etwas Buddha ist, dann hat es die Qualitäten der drei Kayas. Und diese Qualitäten der drei Kayas sind in der Natur des Geistes enthalten. Wenn wir also meditieren und in der Natur des Geistes verweilen und schauen in die Natur des Geistes, so erkennen wir diesen leeren Aspekt, wir erkennen diesen Leerheits,
Aspekt der Natur des Geistes, den, wo wir nichts wahrnehmen, wo wir nur Leerheit wahrnehmen. Dieser Leerheitsaspekt des, der Natur des Geistes, das ist der Dharmakaya. Und doch, obwohl die Natur des Geistes leer ist, können wir sie doch ganz klar wahrnehmen. Dieser klare Wahrnehmungsaspekt, das ist der Sambhogakaya. Und wenn wir weiter so den Geist betrachten, so ist er alles durchdringend. So wie letztes Mal auch bei einer Einführung eine Frau sagte, dass ihr Geist größer, sie hat das Gefühl, ihr Geist dehnt sich mehr und mehr aus. So, wenn wir länger in der Natur des Geistes verweilen, merken wir, dass der Geist alles durchdringend ist. Und diese alles durchdringende Qualität, das ist die Qualität des Nirmanakaya. So befinden sich also die Qualitäten der drei Kayas im Geist, in der Natur des Geistes. Rupert sagt, dann machen wir also jetzt so kurze Pause auch wieder, Tee- und Pinkelpause, und dann meditieren wir auch wieder, nachmittags auch. Und dann, ihr könnt auch rausgehen zum Meditieren nachher, ihr müsst nicht unbedingt hier drinnen sitzen, denn wenn wir zum Beispiel sitzen jetzt zusammen und wir schauen in eine Richtung und wir schauen jemanden, wir sehen jemanden an, dann ist das Ich-Anhaften auch stärker, dann öffnet sich der Geist nicht, weil man immer irgendwie durch das Ich-Anhaften auch eine Art Schamgefühl hat. Und so ist es auch gut zum Beispiel, oder einfach so aus dem Fenster zu schauen, dass man sich so dreht, dass man aus dem Fenster gerade schauen kann. Und dann, wenn ihr Fragen habt, ob ihr die Natur des Geistes erkannt habt oder nicht, dann könnt ihr diese Fragen auch stellen. Aber zuerst machen wir eine Pause. Wenn ihr dann ein bisschen vertraut seid mit der Meditation jetzt in der Natur des Geistes, dann ist es auch gut zum Beispiel ans Meer zu gehen, an den Ozean zu fahren oder ans Meer zu gehen oder in die Berge zu gehen oder einfach nur in einem hohen Haus zu sitzen, wo man irgendwie den Raum sieht, wo man einfach in den Raum hinausschauen kann durchs Fenster. Denn wichtig ist, dass man den Raum sieht, dass man den Himmel sieht, und dann mischt man den Geist zusammen mit dem Raum. Also man dehnt den Geist in den Raum einfach hinaus und verweilt so in der Natur des Geistes. Im Keller, aus dem Kellerfenster. Hier bei Milarepa heißt es, Milarepa sagt, dass selbst würde man den Geist in eine Eisenbox sperren, würde das Denken des Geistes nicht aufhören. Und so weiter heißt es, dann gibt es hier einen Yogi, der die Gedanken, die Bewegung der Gedanken, die Leerheit der Gedanken erkennen kann. Das heißt also, dass man die Gedanken so nicht stoppen kann. Was man also tun muss, man muss die Leerheit der Gedanken sehen. Wenn man die Leerheit der Gedanken sieht,
Wenn man die Leerheit der Gedanken sieht, dann lösen sie sich von selbst ab. Wenn dann die Glocke ertönt, dann sollte man also nicht nach außen schauen, was ist passiert, sondern im Geist selbst verweilen, im Geist schauen, was ist passiert. Oder wenn man andere Klänge hört, die einen erschrecken. Das heißt also, die Gedanken sind gleich wie der Klang auch. Der Klang, wir können ihn ganz klar hören und doch ist nichts zu fassen da. Entsteht auch auf, durch Ursachen und Umstände, durch das Zusammenkommen von bestimmten Ursachen und Umständen entsteht er und wir können ihn klar hören, aber es gibt nichts zu fassen, so ist er klar hörbar und doch leer. So ist es mit den Gedanken auch, sie erscheinen ganz klar im Geist, besitzen aber keinerlei wahrhafte Existenz. Wir können nichts fassen, wir können sie nicht greifen, sie haben keine wahrhafte letztendliche Existenz. Wenn wir einatmen, dann sollten wir also tiefe Atmungen machen, also nicht so sehr nach oben einatmen, sondern nach unten, unter den Nabel einatmen. Den Atem der Alten sollten also beim Einatmen immer unter den Nabel gehen. Und wir sollten uns vorstellen, dass unser Geist im Nabel verweilt.
Dann kann Rinpoche auch mit uns mitrezitieren. Come, Madame Betelawan,
Gönchorin chen ye jen gön ge gyap No bud go ye shen chong we der Chong me kai de lama zo wa der Dro ge den be ya nien cha kya che Dro ta me ke ga che do me je Dro pe ge zem be de ko ngong we Dro po tam ba jam le ta de so Dro wa de she to ke da me ge Pa pe den she men ge yon su shen Lo do nam she lam ge nan den te Song jo ko she ge sa tri tu so Lo me la ma ye jam chin tu ta Dong she na we den chung lu me tu Se che te me ta pe sam pa yi Che ta me be ren re tru kyu chi Chang mu ji na da Ta ta ku su Si ri tu tu, ngang ri tu tu, sang ri tu tu, mang bu ji wa re pe la Ni tu pa la yin, so mu mu du ta, mo mu mu du ta Ni mi ne cha ni kong so mu mu du ta pe Tu pa re, tu pa Drupal Rinpoche ist ein vollkommener Siddha, ein Siddha, ein äußerer innerer und geheimer Siddha, ein Siddha, der die vollkommenen, die höchsten Siddhis auch vollkommen erlangt hat. So ist er also ein vollkommener, vollkommen erleuchteter Siddha. ก็มันมีบาตรงานอะไรมาตลอดเสร็จไปถึงตุ๊กเนี่ยมันก็เพิ่งไปเลยที่ตุ๊กทุกเป็นมุสลิมที่นี่เอาตุ๊กตาตรงนี้ที่นี่นั่งกันมาเลยมันจะทอดทั้งเยอะแค่สาวที่นี่พ่อมาตามเช็คเองโอ้ที่เก็บบ้านที่ที่นี่มาปลอดจุดตุ๊กตาที่นั่นที่มาเรียบร้อยก็มาขายเสียละที่นี่มาต่อเสร็จไปมันเนี่ยที่ตุ๊กตาตรงนี้ที่นั่นตายยังมีทางมาเลยที่ลาเรียนเชียร์ที่เป็นที่กู Und so ist, gibt es sehr viele, gab es sehr viele Siddhas auch, gibt es auch immer noch sehr viele, so wie auch zum Beispiel Drukchop Chime Dorje, der kostbare Lehrer von Rinpoche. Und Rinpoche sagt immer, der Lehrer war gut, sein Schüler, wie ich, war das Schlechteste, das er sich das er kriegen konnte. Und so gab es also viele Siddhas, so auch Drupal Rinpoche, nicht unbedingt jetzt ein Siddha, der sehr viele Zeichen zeigt, öffentlich in der Öffentlichkeit, sondern mehr auch für spezielle Schüler, der Liebe für seine Schüler hat, der sich durch ungebrochenes Samaya zu seinen Schülern auszeichnet und dann so wie Mapa auch für spezielle Schüler dann zum Beispiel Zeichen seiner Verwirklichung zeigte, indem er das Mandala der Gottheiten über sich manifestierte. So zeigt auch Drupal Rinpoche für spezielle Schüler seine Fähigkeiten. Und er ist wirklich ein vollkommener Siddha und Rinpoche sagt, dieses Gebet wurde auch von seiner Heiligkeit in Dalai Lama für Drupal Rinpoche verfasst. Gibt's Fragen? Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt euch solche auch aufschreiben, wann immer ihr Fragen habt und die dann also stellen, wenn die später kommen oder so. Wolltest du gerade was, Karin? Ja, ich wollte fragen, Bilder auftauchen, dann muss man sie genauso verstehen. Semnala, die Rimutau Channel, wa? Die Karte, die Yang Paiukur Vesa. Die Karte, die immer Rimutau Channel, Yasu Channel, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?
코와 토마니 리플께서 다 봐라고 집어라. 아, 박차 장인이 아, 지들이 코리아 제 양자 코크로 코크로 되는데. 제 니지 맞이나 이 싫어 그러거든. 그게 토마 못 빠져. 어디 지다 빠스는 되나. 플라 마다 되라도 바꿔. 나와서 이제 제를 나서 빠스는 너가 싫어 그러라. 이 박차 그 박차 토마 팔리는 거지. 니지 맞이 가리리 가리리 딱게 맞다는 게 아니야. 니 고용된 용도 그러라. Ja, wichtig ist nicht danach zu greifen, sondern einfach weiterziehen zu lassen, was immer erscheint, ja, sei es eine Hölle oder sei es ein Regenbogen. Das alles sind Eindrücke, auch die wir aus früheren Leben seit anfangloser Zeit in unserem Geist gesammelt haben. Auch zum Beispiel erscheinen Eindrücke von den niederen Bereichen. Auch das sind Eindrücke, die wir angesammelt haben, die, wenn wir sterben, uns normalerweise in diese Wiedergeburt führen. Wenn wir sie einfach weiterziehen lassen, dann werden diese Eindrücke dadurch auch verbraucht. Das ist, der Geist ist wie ein Film. Eine Kamera, die einen Film abspielt. Zuerst nimmt er auf und dann spielt er das wieder ab. Wenn wir dann die alles löschen, was in der Kamera ist, den Film löschen, dann werden auch keine Projektionen mehr ausgesandt. Wenn wir also den Film der Hölle löschen im Geist, wird man auch in der Hölle nicht mehr wiedergeboren. で、セミトの掃除で、人事で、その、で、デワで、ダムで、デワで、ジリドメンごよれ。お、ディディドメンで、シ、ディデワで、ダムで、ね、デワでジリドメンごよれ。お、ディディドメンで、シ、ディデワで、ダムで、ね、お、それ、デドンじゃ、パヨンダコマで、ニワトナイサナ。デワラシラシンバメワイナ。ディドメンけ、ネバメワ。ディセミソジャ、ソヨロワ。セミソジャ、ソトナティ、お、ズボヤで、ドン、セナレンドロイヨレ、ペナ、お。 Wenn man das Leiden, das wir haben, das Leiden und das Glück, das wir in unserem Geist erkennen, das ist wie Wolken am Himmel. Es, was immer aufsteigt, was immer kommt, sollten wir sollten nicht danach greifen, nicht daran festhalten, sondern es einfach weiterziehen lassen, wie einfach Wolken im Himmel wieder weiterziehen. Denn es ist das Festhalten an dem Glück, an dem Leiden, was uns wirkliches Leiden dann auch immer wieder bringt. Dadurch, dass wir an dem Leiden festhalten und es für wirklich nehmen, als etwas wahrhaft Existentes, dadurch verstärkt es sich und nichts kann uns mehr Freude bereiten. Wenn wir, was immer aufsteigt im Geist, einfach weiterziehen lassen, so ist unser Geist sehr entspannt. Wenn unser Geist entspannt ist, dann geht es dem Körper gut. Das Leben verlängert sich dadurch. Man ist so auch glücklicher. Wenn wir aber an dem Leiden festhalten, wenn das Leiden aufsteigt und wir halten daran fest und oh, ich habe dieses Leiden, dadurch ist der Geist sehr eng, nicht entspannt. Und was immer wir dann haben an kostbaren Essen, an Wohlstand, an Besitz und so weiter, wir können es nicht mehr genießen, weil wir so an dem Leiden festhalten. So ist es also wichtig, einfach alles weiterziehen zu lassen. Das schaut, dass ich dem nicht folge, sondern dass ich dann nicht folge.